Moin moin Leute, wer mich kennt, der weiß, dass ich vor allem die Länder liebe, die eine geringe Bevölkerungsdichte aufweisen, wie zum Beispiel Norwegen, Schweden oder Spanien. Ja, ich muss zugeben, dass ich deswegen ziemlich Angst vor Frankreich hatte, weil ich mir relativ sicher war, dass es dort nicht so einfach wird, einsame Landschaften zu finden. Es ist schon ziemlich touristisch hier, also in der Hauptsaison würde ich mich hier nicht hertrauen. Ob ich jedoch eines Besseren belehrt werde, das seht ihr jetzt hier in Radreis Unlimited 31. Let's go! Okay, Leute, okay, ich bin wieder da. Es ist so geil hier in der Tarnschlucht. Junge, ich meine, zieht euch das rein, Alter. Es geht die ganze Zeit hier so. Es ist wirklich krass, Leute. Oh, Leute. Alter, geil. Alter, Jungs, so wild. Es gibt hier einfach so Dörfer, da kommst du nur mit Hilfe von so einem, was ist das, so einem Seilzug hin, über den Fluss drüber, weil es einfach keine Brücke gibt. Das ist schon crazy. Jo, also die Tarnschlucht sollten bestimmt einige von euch wahrscheinlich kennen. Weil, ja, es ist schon ziemlich touristisch hier. Gott sei Dank ist noch Nebensaison, deswegen geht es einigermaßen. Also in der Hauptsaison würde ich mich hier nicht hertrauen. Aber ja, schon sehr bekannte Schlucht, weil es natürlich auch sehr geil ist. Ich habe diese Schlucht aber nicht gefunden, ne? Weil es mir irgendwer empfohlen hat oder weil ich in Google eingegeben habe, die schönsten Orte in Frankreich, weil da würde die bestimmt auch kommen. Ich wette es mit euch. Nee, sondern ich bin wie immer Google Maps Geländeansicht gegangen. Und ja, das sieht übel krass aus hier. Das ist halt einfach so ein Plateau mit so ein bisschen trocken. Also das ist ja dann so gelb auf Google Maps, wenn es trocken ist. Und grün gemischt, das ist schon immer krass. Dann, ja, es sieht einfach heftig aus. So ein Plateau mit so einem Riss in der Erde einfach. Das ist quasi so ein Reverse-Berg. Und ja, da dachte ich mir, das muss ich mir mal genau angucken. Und ja, natürlich ist es krass hier. Geil, aber windig. So, wir haben jetzt 40 Kilometer gefahren durch die Schlucht und jetzt vorbei. Jetzt geht's dann den Berg hoch. Ich habe anders Bock, es ist schon wieder so nice. By the way, es ist richtig heiß hier die letzten Tage. Zum ersten Mal so richtig, richtig heiß. Also heiß bedeutet für mich alles über 25 Grad. Ja, über 20 geht noch, aber ab 25 finde ich es echt scheiße zum Bergauffahren. Ansonsten ist es echt geil, weil man kann halt baden gehen und die Sachen trocknen echt schnell. Und man friert sich in der Früh halt nicht so ganz den Arsch ab. Ansonsten finde ich Wärme echt nicht so geil. Deswegen habe ich lieber 0 Grad als 30 Grad. Wie ist es bei euch? Schreibt es in die Kommentare. So, jetzt gibt es was zu essen. Was ich euch auch noch nicht erzählt habe, in Frankreich kennt ihr Concolette. Das ist, das ist flüssiger Käse. Oh ja, das ist so geil, Leute. Einfach geil, Leute. I'm not afraid to die.
Das Ding ist, nach so Concolette, keine Ahnung, Orgien, sehe ich halt immer aus wie ein, ja, ich sag jetzt mal nichts dazu. Das Zeug klebt wie Scheiße, aber das ist genau das, was es so geil macht. Zum Glück ist die Tarn gleich da, dann können wir sauber machen. So, Kinders, jetzt hört mal gut zu, weil jetzt könnt ihr was lernen fürs Leben. Okay. Welcher Radfahrer kennt es nicht? Es hat 25 Grad plus, die Sonne knallt auf den Kopf, man muss 1000 Höhenmeter Anstieg fahren mit 30 Kilo Gepäck und man will einfach nur einen kühlen Drink. Man trinkt das Wasser ist genauso warm wie die Luft, es schmeckt einfach scheiße. So Leute, ich zeige euch jetzt, was man macht. Zum Glück gibt es hier einen Bach. Da gehen wir jetzt schnell hin und füllen unser Wasser auf. Dann haben wir schon mal kaltes Wasser. Ah, das ist schon mal deutlich besser. Aber jetzt kommt der Lifehack, wie ihr es noch geiler machen könnt. Und zwar habe ich mir unten im Supermarkt Zitronen geholt. Die werden wir jetzt aufschneiden und dann schön reinpressen in das Wasser und reinlegen. Dann haben wir auch noch Wasser mit Geschmack. Kühles Wasser mit Geschmack. Das ist gleich 10-mal besser. Also Bergwasser an sich ist auch schon geil, aber noch geiler ist was mit Geschmack. 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 So, Deckel drauf und schütteln. Oh, einfach geil. Jetzt haben wir Zitronenwasser. Kühles Zitronenwasser. Das ist ein Traum, Leute. Ein Traum. So, jetzt hauen wir noch das Trikot in den Bach. Und dann sind wir ready für die nächsten 500 Höhenmeter. Auf geht's. Oh, oh mein Gott. Dieses Gefühl. Let's go. Also ja, 4 Kilometer noch. Hier ist ganz schön windig und es wird fast schon kalt. Deswegen habe ich gerade meine Jacke an, aber nur weil ich Pause gemacht habe. Wahrscheinlich ziehe ich die gleich wieder aus. Aber ja, der Pass ist, ja, bis jetzt. Er ist schon nice, aber ja, ich bin schon echt viele Pässe gefahren in meinem Leben. Und ja, viele geile Pässe. Und ja, der Pass ist nice, aber bis jetzt noch nicht in den Top 10. Aber muss ja auch nicht immer der überkrasse Pass sein. Let's go. So, bin gleich an der Passhöhe. Hier geht es jetzt nochmal durch so einen fetten Wald. Ja, ich dachte ursprünglich könnte man vielleicht hier oben pennen. Aber nee, mache ich nicht, wegen erstens Naturschutzgebiet. Ich glaube, in dem Wald hier leben auch echt viele Tiere und die wollen bestimmt ihre Ruhe haben. Deswegen ja, werde ich mal jetzt gleich gucken, wo ich sonst hinfahre. So ist es. Oh, yeah, geschafft. Cool. Ja, war jetzt nicht so hart. Ja, hier zieht es echt ganz schön. Ich fahre, denke ich, schleunigst wieder runter und mal schauen.
Alter, ich glaube, ich verpasse gerade schon wieder den heftigsten Sonnenuntergang. Also die Sonne geht da unter. Ja, weil ich jetzt noch durch so ein scheiß Tal gegurkt bin, um irgendwie noch einen geilen Platz zu finden. Ja, habe ich nichts davon gesehen, aber so ist das Leben. Wir sind jetzt gleich hier vorne über den Berg und da werde ich pennen, Alter. Ich pack's nicht mehr. Auch 100 Kilometer voll jetzt. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt hinter dieser Kuppel da. Ja, da kommt gar nichts, Alter. Alter, so ein Scheiß. Wir sind hier einfach im französischen Hochland. Ich bin auf 1200 Meter. Junge, ich wusste gar nicht, dass es in Frankreich so ein Hochland gibt. Crazy Maisy, aber hier hinten sieht es auch ganz geil aus. Blaue Stunde. Alter, ich pack's nicht mehr. Ich bin so am Arsch. Ich suche jetzt den erstbesten Spot. Scheiß drauf. Alter, okay, das ist krass. Jetzt kommt hier einfach der Mond, Alter. Der Mond. Einfach der Mond. Was macht der denn da? Alter, okay, das ist natürlich auch sick. Da hinten geht die Sonne unter. Also ist untergegangen. Junge, krass. Scheiß auf den Sonnenuntergang. Die coolen Kids gucken den Mondaufgang. Mhm. Ey, ist echt safe der krasse Sonnenuntergang der letzten 3-4 Wochen oder so. Also das, was ich davon sehe, wenn ich ihn komplett gesehen hätte. Oh. Aber egal. Ich guck den Mondaufgang. Wo ist er? Da. Boah, also die Stimmung ist schon echt geil gerade hier. Und was ich noch sagen wollte, es ist hier zwar jetzt nicht so die Übernatur, obwohl man auch hier richtig geilen Blick hat in die fetten Berge. Ich glaube, das wird richtig nice morgen früh. Aber hier ist halt wirklich nichts los. Hier ist kein Schwein, kein Tourist, nicht mal Einheimische sind hier. Hier ist gar nichts. Hier sind nur Felder. Ich habe einen Traktor, einen Bauern gesehen. Der hat auch ein Foto vom Mond gemacht. Also scheint ziemlich krass zu sein. Alter, und der Blick nach da hinten, wenn ihr es sehen würdet. Ihr seht es wahrscheinlich kaum auf der GoPro, aber ich zeige es euch morgen nochmal. Ich laber schon wieder zu viel. Ich will keinen Schlafplatz. Also schon, aber ich will einen geilen Platz. Aber jetzt wirklich, jetzt. So, ja Leute, machen wir es kurz. Ich habe einen richtig geilen Spot gefunden. Es ist schon wieder stockdunkel. Aber morgen früh wird es sicher geil. Da zeige ich euch dann alles. Und wie ich den Spot gefunden habe, zeige ich euch da auch. Jetzt muss ich erstmal Nudeln kochen mit Zitronenwasser. Weil ich das verplant habe. Ich habe, ja, vielleicht schmecken die Nudeln dann nach Zitrone. Ich weiß nicht. Ich berichte euch auch morgen früh. Gute Nacht, Leute. Let's go. So, jo, hier habe ich gepennt. Richtig chillig. Es ist eigentlich gleich da oben ist die Straße. Und ja, das ist hier halt so eine Kuhweide. Ohne Kühe. Der Zaun war offen. Deswegen bin ich da reingefahren. Und ja, es ist richtig chillig hier. Ja, also der Plan steht jetzt. Wetter ist noch heute gut und morgen gut. Und dann wird es wohl wieder schlechter. Deswegen habe ich halt übermorgen jetzt die große Kreativpause eingeplant. 8 Nächte, wo ich ja viel arbeiten werde. Viel chillen, viel reflektieren und dann, ja, ist der Plan, da nach der Pause Fullspeed Richtung Irland durchzuziehen. Also, den Plan hatte ich ja schon öfters, aber jetzt kommen halt wirklich keine Berge mehr, also nach dem zentralen Massiv. Vielleicht mache ich noch ein, zwei Schlenker danach, aber dann geht es echt straight rüber. Wir haben fast schon Mai, ich bin echt spät dran. Let's go. So, hier ist die Straße, da ist der offene Zaun. Ja, da bin ich einfach reingegangen. So einfach war die Schlafplatzsuche, weil euch das ja immer sehr interessiert. Ich würde tatsächlich nie über Zäune drüber gehen oder die irgendwie umgehen. Aber wenn sie einfach sperrangelweit offen sind, so wie hier, dann kann man da schon reingehen, finde ich. Also mache ich eigentlich auch ungerne, aber
Ja, es war gestern halt auch fast schon dunkel. Ich muss das eigentlich nehmen. Und ja, auch noch ganz lustige Side-Story gestern Abend. Habe ich ja diesen geilen Lifehack mit dem Zitronenwasser erzählt. Und ja, abends ist mir dann aufgefallen, dass ich ja noch Nudeln kochen muss. Und dann hatte ich nur noch Zitronenwasser und kein normales Wasser. Aber es war eigentlich ziemlich geil. Die Nudeln haben da ein bisschen nach Zitrone geschmeckt. Naja, let's go. Sunlight's up today. Solche Gegenden, ne? So ein bisschen hochlandmäßig, über 1000 Meter, richtig dünn besiedelt, pure Natur, kein Verkehr, kein Tourismus. Was will man mehr? Yeah! Let's go! So, ich bin jetzt hier zum Fußball gucken an so einem richtig geilen Eire-Picknick. Mega perfekt zum Fußball schauen, aber ja, Spiel läuft gar nicht. Bremen 1-0 hinten. Zum Kotzen, wie Nürnberg spielt. Die stehen nur hinten drin, spielen auf Konter und wir kriegen es nicht gebacken, scheiß Tore zu schießen. Das ist das Schlimmste überhaupt. Macht gar keinen Spaß, dieses Spiel zu gucken, aber na, so ist das Leben, ne? Da ist das Tor! 1-2-1! Ja! Digga, so wichtig, Mann! Bisschen Glück, Mitchell-weise. Was für Glück, Digga, halt's Maul. 1:1. Tschu! Ja, Freunde der Sonne. Das Ende vom Lied ist 1:1. Ja, das ist scheiße. Aber auch nicht richtig scheiße. Von daher, ja, ich lag jetzt noch hier rum. Keine Ahnung, 3 Stunden lang oder so. Lag ich hier einfach im Gras. Ich hatte einfach keinen Bock, mich zu bewegen. Ja, und jetzt habe ich immer noch keinen Bock, aber die Sonne geht unter und ja, ich gehe jetzt auf den Campingplatz wahrscheinlich. Ja, ich habe einfach keinen Bock heute irgendwas zu machen. Heute ist Chill-Out-Sonntag, ist glaube ich Ostern, bin mir nicht so sicher, ich glaube schon. Ja, von daher geht irgendwie gar nichts ab. Heute machen wir entspannt und ja, gute Nacht, Leute, heide Jalla. Moin Leute, bin wieder unterwegs. Hab leider vergessen, den Campingplatz zu filmen. Ich wollte es machen. Der war deutlich entspannter als der letzte Campingplatz in der Tarnschlucht, weil da jetzt war halt einfach gar nichts los. Da waren nur 3 Leute oder so, richtig entspannt. Da war es leise, man konnte mit dem Bach rauschen, einschlafen. Und ja, jetzt noch 2 Tage fahren bis zur Pausenunterkunft. 130 Kilometer so. Ja, machen wir ganz entspannt. Hier schön am See entlang. Geil, let's go. Huh?
Was war dieser? Es geht jetzt die nächsten zwei Tage über den V70 Fahrradweg nach Brioude. Ja, da lege ich meine Kreativpause ein. Ja, super entspannt, hier ist nichts los. Wir sind jetzt in der Auvergne hier angekommen. Es ist einfach chillig, Alter. Es ist einfach chillig. Ich mache auch diesen anderen entspannten gerade. Einfach ganz lecker, locker, flockig hier entlang rollen. Sehr schön. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Oh, fuck, ich bin schon im ersten Gang. Ja, es gab keine besonderen Vorkommnisse. Es war den ganzen Tag echt richtig entspannt hier auf diesem V70 Fahrradweg. Da war so gut wie kein Verkehr. Es ging zwar permanent rauf oder runter, aber das bin ich ja gewohnt. Und ja, jetzt ist es 6:30 oder so und ja, ich bin eigentlich genug gefahren. Und will mir jetzt auch für einen entspannten Schlafplatz suchen. Und ja, das finde ich immer interessant. Deswegen meine Gedanken dazu. Zwar würde der Fahrradweg jetzt weitergehen durch die Schlucht. Also nicht unten, aber auch nicht oben. So mittendrin irgendwie. Und ja, die Schlucht verläuft grob von Süden nach Norden. Und der Fahrradweg auf der Ostseite heißt, das ist geil für den Sonnenuntergang. Aber scheiße für den Sonnenaufgang, weil... Alter, guckt euch hier. Chilliges Dorf schon wieder. Ja, ist echt großes Dorf hier. Moin. Ja, jedenfalls habe ich keinen Bock in der Schlucht zu pennen, weil man da ja nicht so viel von der Sonne hat. Deswegen ja, fahre ich jetzt raus aus der Schlucht, erstmal hoch. Und ja, da sind die Chancen wahrscheinlich besser, dass man früher getroffen wird von der Sonne. Hier sind so coole Häuser. Richtig nice. Ich liebe die französische Architektur. Die ist echt nice. So, ich bin jetzt, boah, keine Ahnung, 300 Höhenmeter oder so hochgefahren. Ist schon deutlich geiler hier. Hier hat man schon eine nice View. Aber ja, jetzt gilt es noch, den perfekten Spot zu finden. Ich glaube, so viel höher geht es hier gar nicht mehr. Ja, ich guck mal jetzt hier. Ein bisschen Wald ist immer gut. Und auf jeden Fall weg von den Dörfern. Und ja, das ist eigentlich nicht so schwer hier. Schauen wir mal, maybe. Oh, hier rechts vielleicht. Mal gucken. Okay, also das war schon mal nix. Also es gibt hier schon viele, viele Spots. Man kann hier eigentlich überall zelten. Das Problem ist halt, ja, ich habe immer so hohe Ansprüche. Ich will halt einen Platz, wo ich möglichst lange was von der Sonne habe heute und möglichst früh was von der Sonne habe morgen. Sprich, mit gutem Blick nach Westen und nach Osten. Ja, und das ist immer nicht so einfach. Daran scheitert es immer. Wenn ich diesen Anspruch nicht hätte, dann könnte ich ja hier überall an jeder Ecke hingehen. Aber ja, ich suche noch ein bisschen weiter. Ja, so, ich finde keinen Platz mehr mit perfektem Blick nach Westen, sowie als auch Osten. Ja, jetzt bin ich hier. Hier ist ja eigentlich ein ganz geiler Spot. Man kann hier, wo ist die Straße? Da, einfach hier auf diesen Feldweg
rein nach oben gehen. Und von da hat man immerhin in diese Richtung eine ziemlich geile Aussicht. Und die Sonne wird uns ziemlich früh morgen treffen. Leider sehen wir die Sonne heute nicht mehr so lange. Aber ich habe keinen Bock, jetzt weiter zu suchen. Ich nehme einfach den Platz. Dann muss ich mir jetzt früher eine Jacke anziehen und hoffen, dass der Sonnenuntergang nicht übertrieben krass wird. Aber es ist relativ bewölkt da hinten. Relativ bewölkt, es geht. Es könnte schon krass werden, aber ja, mal schauen. Also da ist jetzt gerade doch der übelste Sonnenuntergang am Laufen. Ich bin gerade noch mal ein bisschen hingelaufen, aber das ist scheiße, ich habe keinen Blick drauf. Naja, so ist das Leben. Wenigstens wäre ich morgen früh von der Sonne früh getroffen, aber habe dafür das jetzt verpasst. Ey. Ja, es geht nicht immer alles, ne? Gute Nacht jetzt, aber ciao, ciao. So, moin, 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 moin. Ich habe mal wieder viel zu lang gepennt, den kompletten Sonnenaufgang, einfach verschlafen. Hat sich ja richtig gelohnt, dass ich einen super Blick Richtung Osten hatte. Naja, immerhin ist es schön schnell, schön warm geworden. Let's go. Alter, die armen Pferde, da sind so viele Fliegen um die rum. Lenk mich am Arsch. Die sind hier richtig gefickt. Das tut mir leid. Das muss ja richtig scheiße sein. Die sind die ganze Zeit nur dabei, den Kopf zu schütteln. Das ist ein fetter Rock hier. Nice. Nice Formen hier. Chillig, chillig, chillig. So, jetzt wird hier noch gekocht bei diesem richtig fetten Stein, Alter. Kleiner Fun Fact, eigentlich hätte ich hier meine Pause machen wollen. Meine Kreativpause, weil hier gibt es ein geiles Airbnb, genau in diesem Dorf. Aber der Typ vom Airbnb, der scheint wohl inaktiv zu sein. Deswegen habe ich die Hütte nicht bekommen. Leider war, aber ist nicht so schlimm, weil hier am Strand ist eh nur 3G, schlechtes Netz. Da hätte ich die Krise bekommen. Weil ich dachte, ich habe mir vorgestellt, ich werde mich dann jeden Abend hier an diesen Strand chillen und da richtig schön nachdenken. Aber ja, nee, ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. So, jetzt letzte Pause und dann wird nochmal durchgezogen die letzten 10 Kilometer und dann bin ich bei meinem Haus und dann
ist die große Pause. Zeit wird's auch. Hab bin echt viel gefahren die letzten 3-4 Wochen, glaube ich, seit Bilbao. Ordentlich durchgezogen. Echt viele Kilometer gemacht und guckt euch das an. Ja. Als es so heiß war, habe ich schon echt drüber nachgedacht, die Haare abzurasieren. Weil dann ist echt nicht geil. Naja, aber noch finde ich es ganz nice. Bis später. Ciao, ciao. Eine Woche später. So, moin Leute, da bin ich wieder. 8 Tage Schnittpause sind vergangen. 4 Videos habe ich fertig gemacht. Junge, Junge, das war wieder eine Schnitt-Action-Action. Ja, jetzt ist erstmal wieder Filmpause, weil, ja, ich habe noch viel zu viel Material übrig. Ich kann nicht noch mehr drehen. Ich werde jetzt heizen nach Irland. Habe ich ja schon oft gesagt. Also, let's go. Ciao, ciao. Ja, es ist dann aber wirklich so gekommen. Ich habe tatsächlich durchgezogen in die Bretagne. Von dort geht es dann in der nächsten Folge endlich, liebe Leute, nach Irland. Es wird ein Fest. Ja, Leute, das war übrigens auch noch in der Bretagne, diese wunderschöne Bauernhofparty. Ansonsten ist da leider gar nicht so viel passiert auf dem Weg, weswegen ja, es in der nächsten Folge direkt reingemüht in Irland. Ja, Leute, lang ist her, 2 Monate das letzte Outro, deswegen mal wieder danke für eure Spenden. Da hat sich mal wieder einiges angesammelt über die Zeit. Ich bin jetzt wieder in Deutschland tatsächlich. Ja, wenn ihr wissen wollt, was bei mir so in nächster Zeit abgeht, folgt mir auf Insta, ganz wichtig. Ansonsten mache ich bestimmt noch einen Community-Post auf YouTube. Extra Dank geht auf jeden Fall noch raus an die fetten Spender über 30 Euro. An Michael, Markus und Petra, Robert, Claudia, Frank, Herr Schwalm, Günther, Patrick, Jörg, Susanne und Tillmann, Rolf, Michael, Micha, Claudia, Jörg und Andreas. Kuss geht raus an euch. Und ja, Post sollte auch bald rausgehen für die Leute, die mir ihre Adresse geschickt haben. Ist natürlich weiterhin möglich, wenn ihr über eigentlich 30, machen wir mal über 20 Euro spendet, dann könnt ihr mir auch eure Adresse schicken oder gespendet habt. Schickt sie mir hier an diese E-Mail-Adresse, dann bekommt ihr auch bald Post, denn das läuft jetzt alles. Und ja, so ist das Leben. Ich habe jetzt eine richtig geile Frisur hier. Nein, Spaß. Es ist immer noch, ja, einfach schlimm, aber guckt euch das an, das mache ich jetzt nur für die Cam. Oh, die Haarpracht. Ja, Leute, bis bald, bis irgendwann. Tschüss. Kuss.